Wusstest du, dass vermutet wird, dass über 70% von chronisch Kranken unter der Stoffwechselstörung HPU leiden? Also eine ganze Menge. Schön, dass du wieder dabei bist. Patrick hier von deinem MedoMio-Team. In dem Interviewausschnitt aus dem chronischen Infektionskongress mit Sören Schumann und Dr. Tina Maria Ritter erfährst du außerdem Antworten auf Fragen wie, was versteht man unter der Stoffwechselstörung HPU? Wer ist davon betroffen? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen HPU und chronischen Infektionen? Und inwieweit spielt die gestörte Entgiftungs- und Immunfunktion eine Rolle? Der Moderator Sören Schumann ist ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und Autor. Dr. Tina Maria Ritter ist promovierte Biologin und Heilpraktikerin. Sie studierte an der Universität in Heidelberg und promovierte in der angewandten Tumorvirologie des Deutschen Krebsforschungszentrums. Seit über 10 Jahren betreibt sie eine Naturheilpraxis in Mannheim. Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Orthomolekularmedizin, Allergien und Stoffwechselstörungen. Sie ist Autorin und Co-Autorin mehrerer Bücher und als Dozentin im In- und Ausland tätig. Neue spannende Videos gibt es mehrmals pro Woche. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, nur so verpasst du nichts. Viel Spaß! Vielleicht kannst du erstmal kurz erklären, was es mit dieser Stoffwechselstörung HPU auf sich hat, was man darunter versteht. Also HPU ist die Kurzversion für Hämopyrolactamurie und das ist eine genetisch bedingte Stoffwechselstörung, die zur Bildung von, ich sage jetzt mal, neurotoxischen Komplexen führt. Das heißt, einerseits bringt sie den Stoffwechsel an den Entgiftungskapazitätsrand, wenn man so will, und neurotoxisch bedeutet, dass es eben die Substanz selber auch giftig für die Nerven ist. Also wir haben einen großen psychischen Aspekt bei dieser von der HPU betroffenen Patientengruppe. Und man kann eigentlich sagen, die große Überschrift bedeutet oder ist schlechter Entgifter. Ne? Mhm. Und wenn ich schlecht entgifte oder wenn ich permanent in meinem Stoffwechsel einen Stoff anfällt und das ist stressabhängig, also in stressfreien Phasen, kann das Ganze in Ordnung laufen. Je mehr Stress ist, desto mehr von diesem HPL-Komplex kann auch entstehen. Und desto eher komme ich auch mit Giften von außen oder, was wir ja jetzt nachher besprechen wollen, anderen Giften von innen. Also wenn ich chronische Infektionen habe, fallen da ja auch Giftstoffe an, komme ich an meine Kapazitätsgrenze der Entgiftungs- und Leistungsfähigkeit. Und das kann man in der Klinik, in dem Außen auch sehen. Also die Patienten sind oft chronisch müde, chronisch erschöpft, schnell oder leicht erschöpfbar. Das ist ein großer Themenkomplex sozusagen, die Leistungsfähigkeit. Und der HPUler hat eigentlich immer einen erhöhten Bedarf an verschiedenen Mikronährstoffen, die ihm helfen, diesen Komplex oder die Gifte zu entgiften. Und das ist eigentlich immer Zink und B6 und teilweise auch Mangan. Und viele von den Symptomen, die der von HPU betroffene Patient hat, passen auch immer zu den Mikronährstoffmangelbildern von Zink und B6 und Mangan zum Beispiel. Genau, und da waren wir stehen geblieben bei den inaktiven Vitaminen. Also das hier ist das Pyridoxin zum Beispiel, was wir in der Apotheke kaufen können. Mhm. Und das ist aber nicht verwendbar für den Organismus, sondern jeder Mensch, jedes Säugetier muss das aktivieren in eine der aktiven Formen. Das ist das Pyridoxal-5-Phosphat, das ist abgekürzt P5P. Und diese drei Variablen hier sind davon oder sind dafür zuständig, dass es funktioniert. Das ist einmal C, das ist Magnesium und das aktive Vitamin B2, was bedeutet Riboflavin-5-Phosphat. Und wenn ich jetzt einen Zinkmangel habe, wenn ich einen Magnesiummangel habe, wenn ich einen B2-Mangel habe, dann wird das immer ineffektiver. Ne? Also diese ganze Aktivierungskaskade sozusagen, die wird immer ineffektiver. Und wenn das haben ja auch viele diesen Mangel. Also aufgrund der generellen Nährstoffversorgung und so weiter schon mal, ausgelockte Böden, Stress und so weiter, da Ja, und ich arbeite halt immer gerne möglichst präzise. Das heißt, wenn wir jetzt irgendein B-Vitamin verordnen und der Patient kommt zurück und sagt, es funktioniert nicht, es klappt nicht oder irgendwas, dann muss ich ja gucken, woran es liegt. Und wenn ich dann immer von anderen Variablen abhängig bin, dann wird die Arbeit halt richtig schwierig. Und so kann man es halt ein bisschen, sage ich jetzt mal, vereinfachen. Und das Schöne ist, dass dieses P5P gar nicht teurer ist als das Vitamin B6. Aber sozusagen für den, der das gar nicht wirklich gut selber herstellen oder aktivieren kann, kann das einen Riesenunterschied machen. Ich habe ein Buch von Dr. Klinghardt gelesen, dass, glaube ich, 80%
seiner Borreliose-Patienten HPU sind beziehungsweise HPU positiv getestet wurde. Wie kann das sein oder was denkst du, was existieren da für Zusammenhänge zwischen HPU und diesen chronischen Geschichten, auch vielleicht Herpes, Viren, EBV und so weiter? Ja, das ist schon spannend, oder? Also, dass das so eine hohe Inzidenz ist, finde ich auch. Also grundsätzlich, ich sage jetzt mal so ganz einfach formuliert, ist ja das Erste, dass der HPU-Patient zu einem Zink und einem, also kombinierten Zink- und Vitamin B6-Mangel neigt. Mhm. Und wir wissen, dass ein Zinkmangel ein schwaches Immunsystem macht, oder? Also das ist schon mal das eine. Vitamin B6 ist ganz, ganz wichtig für den Eiweißstoffwechsel. Und ein Teil des Eiweißstoffwechsels ist das Immunsystem. Jeder Antikörper ist quasi zusammengesetzt aus verschiedenen Eiweißen. Und wenn ich einen B6-Mangel habe und mein ganzer Eiweißstoffwechsel nicht gut funktioniert, kann das auch in einem schwachen Immunsystem münden. Und die Frage ist ja immer, warum sammelt der eine Erreger und die können sich bei ihm festsetzen und etablieren und der andere hat die gleiche Exposition, ich sage jetzt mal Zecke, Waldarbeiter, oder der hat Antikörper Tita, Bäm, die sind da oben und ein HPUler hat eine Zecke und das war's, ja. Also das ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal, der schlechte Boden, ja, auf den so eine Infektion fallen kann. Der Körper hat da nicht so viel Waffenarsenal zur Verfügung, um sowas zu bekämpfen und auszumerzen, wie jetzt jemand, der keine Stoffwechselstörung hat. Und andererseits formuliert natürlich ist es so, dass da auch der Hebel angesetzt werden kann in der Therapie von chronischen Infektionen. Mhm. Na, also wenn ich chronische Infektionen therapieren will und ich konzentriere mich aber auf die Erreger und nicht auf das eigentliche Problem, dann werde ich immer kurzfristigen Erfolg haben. Wenn ich aber gleichzeitig sozusagen das ein bisschen auf mehreren Säulen meine Therapie aufbaue und im Fall von einer HPU die mitbehandle, dann habe ich größere Chancen, dass ich tatsächlich auch das Immunsystem auf einen anderen Stand bringen kann. Häufig, das schreibt Dietrich Klinghardt ja auch, dass bei den betroffenen Borrelienpatienten oder Borreliosepatienten, da gerät ja die ganze Stressachse durcheinander. Das heißt, die haben Einfluss auf die Schilddrüse, die haben Einfluss auf die Nebenniere. Das sind alles Themen, die sich wahnsinnig mit dem Thema HPU überschneiden. Und ich kann nicht sagen, oder ich will da überhaupt nicht sagen, dass die HPU da das Gelbe vom Ei ist oder der goldene Gral oder irgendwas, aber meine Erfahrung ist, dass die Erregerthemen, die ich hatte, dass die eigentlich keine Rolle mehr gespielt haben, wenn ich meine HPU adäquat behandle. Mhm. Und das ist nicht nur Zink und nicht nur ein bisschen B6, sondern tatsächlich geht es viel tiefer noch in die Biochemie rein. Aber wir haben gute Kombinationsprodukte eben, um die HPU ausgleichen zu können. Aber wenn man chronisch krank ist, finde ich schon, dass es in therapeutische Hände einfach gehört, weil wenn ich jetzt hier also mich selber behandeln soll, ich bin doch total überfordert. Ne? Mhm. Also die Psyche des HPUlers ist ja auch so, er will alles richtig machen. Er hat einen wahnsinnig hohen Perfektionismusanspruch irgendwie. Und wenn ich auf diesem Planeten eben alles richtig machen möchte und keine Fehler machen möchte und dabei mich selber behandeln will, wie soll denn das funktionieren? Ne? Also ein bisschen Anleitung, denke ich, tut da einfach immer ganz gut. Ja, also die mit HPU assoziierten Erkrankungen, die betreffen den allergischen Formenkreis. Das fängt an bei krassen Allergien bis hin zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die nehmen ja auch dramatisch zu. Wir haben Burnout, Nebennierenschwäche, Schilddrüsenprobleme, Depressionen, Schizophrenien, Angststörungen, solche Sachen, aber auch Autoimmun. Erkrankungen, ganz allen voran die Hashimoto, und das sind ja auch Sachen, also wie gesagt, das überschneidet sich ja sehr, oder? Mhm. Auch mit den Schwermetallen und so, und deswegen sage ich, das ist eigentlich, stimme ich Dietrich Klinghardt zu, 80% der chronisch kranken Patienten, da ist es wirklich sinnvoll, mal einen HPU-Test zu machen und das abzuchecken und abzuklären. Und es sind ja auch, laut meinen Informationen, 10% der Frauen betroffen von dieser Stoffwechselstörung.
Ja, das ist nicht wenig und ich sage an dem Punkt gerne und immer, dass wir in der Praxis die Erfahrung gemacht haben, also ich denke, die Inzidenz ist sehr, sehr viel höher bei Patienten, die Therapeuten aufsuchen. Also wir haben bei meinem Mann, der ist Psychotherapeut und Psychoanalytiker, haben wir mal die Patienten durchgescreent, als wir damit angefangen haben und 75%, die Psychotherapien in Anspruch nehmen, waren positiv, HPU-positiv. Ja? Habt ihr da auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen festgestellt? Oder naja, also Frauen sind auf jeden Fall natürlich mehr betroffen, das stimmt schon, aber es gibt auch viele Männer, die davon betroffen sind, natürlich. Das war's mit dem heutigen Video. Hoffentlich hat es dir genauso gut gefallen wie mir und konnte offene Fragen beantworten und für Klarheit sorgen. Willst du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem YouTube-Kanal findest du viele weitere spannende Videos. Vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlasse uns gern auch Kommentare und teile deine Erfahrungen mit Infektionen. Wie ist deine Geschichte? Welche Erfahrungen hast du mit Infektionen gemacht? Wie hast du sie behandelt? Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video.